Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Spyro 3 Year of the Dragon in der Reignited Trilogy und heute betreten wir die spukende Gruft. Ja, es ist so ziemlich das letzte Level hier in der Reignited Trilogy, also das letzte normale Spyro-Level. Das ist schon interessant, ne? Hier werden einige Rätsel auf uns zukommen. Im Anschluss geht es eigentlich auch direkt an die Zauberin. Ich hoffe, dass das nicht in dem Part sein wird, weil ich hab's anders geplant, sage ich mal. Ja. So. Och, die Hundis. Noch ein wagemutiger Abenteurer, der unsere Katakomben voller Beute plündern will. Hoffentlich bist du sehr dein Vorgänger. Wenn du die Prüfung in den Katakomben bestehst und das Rätsel löst, erhältst du eine passende Belohnung. Hier ist okay. Das Rätsel. Ich habe keinen Deckel, weder Schloss noch Scharnier, doch bin ich ein Gefäß und ein Schatz ist in mir. Was bin ich? Gottes, das ist richtig schrecklich übersetzt. Das ist wirklich schrecklich übersetzt. Die Antwort müssen wir später geben. Ich fand, es klang deutlich, ich sag mal, poetischer in der Originalversion. Das ist ja, ich bin ein Gefäß. Also, nee, das hat er das ganz komisch jetzt am Ende gesagt. Dieses, ich bin ein Gefäß, hat er ganz zum Schluss gebracht. Also, ich weiß nicht, das ist nicht so schön. Es gibt ja auch einen Skillpoint, das wäre dann der letzte. Oh. Gibt es hier eine Abkürzung? Es gibt bestimmt eine Abkürzung. Ich will es ausprobieren. Es tut mir leid. Läuft das auf Zeit? Ah, nee, okay. Da wird sofort zugemacht. Da ist direkt eine unsichtbare Wand. Finde ich sehr gut. Also, das ist besser als im Original. So technisch gelöst. Im Original konnte man über diese Wand nochmal nach oben. Hi, Kumpel. Der wirft hier mit seinen tollen Sachen. Aber wir brauchen seine tollen Sachen, denn damit können wir diese Dinger hier zerstören. Wirf mal noch einen. Ich hätte nämlich, ich habe noch ein bisschen Bedarf, sag ich mal. So. Im Raum davor war nämlich noch so ein Typ. Also war noch so ein Sarkophag, um ja, solche Typen zu spawnen. Solche Mumien. Die Mumie! Ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer einfach spielen, ne? Dann kommt das auch schön von meiner Planung her hin. Da oben ist noch einer. Der ist sehr gemein. Hi, Kumpel. Ciao, Kumpel. Ja, das sah so ein bisschen aus, als hätte er einen Plastikball geworfen, der Spyro. Hä? Ach so! Wenn die Dinger explodieren, dann kann man irgendeinen Scheiß machen. Alter, das sieht wirklich aus, als hätte er so einen Ball aus dem Bällebad geholt. Diese Plastikbälle, wisst ihr? Und mit denen würde er werfen. Das ist nicht so toll. Ah, wie dem auch sei. So, wenn wir hier reinfliegen, kriegen wir unseren letzten Skillpoint. Das ist nicht schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Es gibt auch direkt das letzte Stück an Kunstgalerie. Und wir können hier nach oben. Es müsste hier auch direkt ein Ei geben, ne? Oh, ja. Ausweichen sollte man auch mal versuchen zumindest. Ich habe einfach, ja, ich habe mich einfach hingestellt und hab's einfach auf mich zukommen lassen. Das ist sehr traurig. Aber ich finde es echt interessant, wie das hier so aussieht, ne? Also auch die Umsetzung ist hier wieder sehr interessant. So, der Raum mit den ganzen Steinen. Hä? Sparks? Bist du tot oder kommst du gleich wieder? Ich meine, ich habe mich nicht treffen lassen. Das ist sehr... Ich meine, man hat nicht mal eine Animation gesehen, wie Spyro getroffen wurde. Das ist das Problem. Das klingt gerade so ein bisschen wie die Diebeshöhle aus Enter the Dragonfly. Kann das sein? Ich muss mir das später nochmal anhören. Vom Instrumentenset auf jeden Fall. Ich meine, Stuart Copeland hat ja auch die Musik für Enter the Dragonfly geschrieben, es sei dazu gesagt. Aber dass man auch die Instrumentensets hier in den, also dass man dieselben Instrumente genutzt hat hier in der Reignited Trilogy, das finde ich sehr toll. Also dass Stuart da im Grunde seine Bibliothek so bereitgestellt hat, sag ich mal, an Instrumenten. Die sind schon ganz besonders gewesen. Ich höre da eindeutig die Instrumente aus der Diebeshöhle raus. Eindeutig. Da besteht kein Zweifel. So.
Und von daher kommt ja eigentlich auch dieses Spyro-typische. Wobei die Musik in Spyro 3 eigentlich noch von einem anderen Typen mitkomponiert wurde. Das ist das Interessante. Wurde der auch hier eingesetzt? Ich muss mal später in den Credits nachschauen. Oh, ich hätte die umbringen sollen. Das ist ja jetzt nicht mehr so schön. Ach komm. Weil anders kann man die nicht umbringen. Aber es fallen ja zum Glück hier in den Räumen mit den Steinen immer wieder auch solche nutzbaren Steine runter. Es ist sehr gemein. Also nicht nur diese tödlichen Steine fallen so hier runter, sondern auch diese Plastikkugeln aus dem Bällebad. Das ist immer ganz nett. Ja, das Level ist nicht lang. Das ist ein bisschen schade. Aber es sieht auch so aus, als wäre hier in der Mitte unter Wasser. Als wäre hier Wasser in der Mitte. Schon interessant. Ja, es ist Diebeshöhle mäßig, ne? Ich hätte aber schon ganz gerne hier so ein paar Steine. Muss ich jetzt einfach zweimal laufen, damit... Ja gut, dann halt so. Komm runter. Wirf deinen Kack. Ich kümmere mich eigentlich nur um dein Haus hier. Um deine Familie, die da immer wieder neu rauskommt. So, dann laufen wir jetzt einfach zweimal. Mein PC hat vorhin wieder sehr viel laut gemacht. Das finde ich nicht so toll. Guck mal, da hinten ist noch eine Vase, die habe ich komplett übersehen. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Das war alles Planung. So, Edelstein her. Dann ist da hinten noch der Schalter. Ja, ein bisschen umständlich. Ständlich. Wobei, umständlich sagt man eigentlich ja auch, ne? Okay, da war überhaupt kein Stein im Weg. Und... Ach komm, das ist doch Verarsche. Das ist aber vom Feinsten Verarsche. Ich konnte da überhaupt nicht weg. Da fallen viel zu viele Steine runter. Da bin ich ja schon tot, bevor ich überhaupt loslaufen kann. Das ist schon sehr gemein gewesen. Wir haben aber auch nette Nebenorte hier. Minispielorte, so nenne ich die jetzt einfach mal. Den linken müssen wir noch einmal kaputt machen, ne? Okay, dann einmal querfeldein. Strecke. Ja, die fallen einfach sehr ungünstig vom Timing her und so weiter. Das ist nicht so schön. Ey, ach komm! Oh, wobei. Ich wusste ja nicht, dass die Sarkophage sich noch bewegen. Sarkophage. Das ist echt interessant. Man hat hier auch wieder diese große Schlangenrutsche. Sehr wichtig. Ich achte aber nicht so sehr auf meine übergoldene Sparks, ne? Das sollte ich vielleicht des Öfteren mal ausprobieren. So. Okay. Ja, dann sage ich einfach mal go. Auf einen möglichst sicheren Wege. So, erstmal alles leerräumen hier, was ist. Alles kaputt machen, was ist und was noch sein soll. Hallo, Fries. So, wundervoll. So wollen wir die Gegner haben, tot. Und da ist das Drachenei, von dem ich gerade gemeint hätte, es wäre an einer anderen Stelle. Christine. So, ja, ist in Ordnung. Nicht so heulen. 141, das ist sehr schön. Ach ja, die Reignited Trilogy nähert sich langsam dem Ende. Ich will gleich nochmal was ausprobieren. Ich glaube, ich habe da gerade so eine Art Bug gesehen. Aber nur so eine Art Bug, ne? Das war jetzt nicht so... Ja, das, da muss man mal ein bisschen drauf achten. Also ich finde, das Drachenei hätte in dem anderen Raum auch ein bisschen eher gepasst, weil das hier ist ja keine Challenge. Das sah so aus, als könnte er hier laufen. Habt ihr das gerade gesehen? Der ist da doch irgendwie ganz komisch gerade. Na gut. Das ist natürlich auch möglich. Sehr interessant. Wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Wo ist der Schalter? Ist das der hier? Muss ja. Also das wäre die einzig logische Erklärung. Ja. Und wir haben wieder so einen tollen Steinraum. Aber hier fallen keine Dinger, ne? Also hier fallen keine von den... Hier fallen keine orangenen Plastikkugeln. Traurigerweise. Komm. Einmal werfen. Dann bist du auch schon deppert und zerstört. Das ist sehr interessant. Naja,
Wir wollen uns nicht weiter drum scheren, ne, was hier ist. Geschafft ist geschafft. Wir müssen hier sowieso nochmal durchlaufen, falls wir die Rutsche zuerst machen. Deswegen werde ich die Rutsche jetzt nicht zuerst machen. Wundervoll. Alles mitnehmen. Ja, aber wenn man hier keine von den Viechern übergelassen hat, von diesen Gegnern hier, dann kann man die Sarkophage ja so gesehen gar nicht zerstören. Und es hätte dann zur Folge, ja, dass man das Level neu betreten muss. Im Original konnte man wenigstens noch diesen, ja, an diese Steinstellen gehen, wo dann auch ab und zu mal so heruntergefallen sind. Das habe ich jedenfalls so in Erinnerung. Und das ist fair. Ich finde, das klingt schon sehr hart nach Enter the Dragonfly. Es tut mir leid, dass es mir gerade so auffällt. Wir gehen mal kurz in das Minispiel. Nur ganz kurz, nur mal kurz schauen. Nee, wir machen es natürlich komplett, es geht hier um ein Panzer-Minispiel, ne? Gleich beginnt die erste Runde des alljährlichen Luftkiffenboot-Demolier-Wettbewerbs. Für einen Teilnehmer ist noch Platz, aber erst musst du ein Rätsel lösen. Okay. Das Rätsel lautet, wenn ein Drache in 12 Jahren ein Ei legen kann, wie lange brauchen dann 100 Drachen für 100 Eier? Das ist bestimmt so eine Bio-Frage, ne? Ja, ein Drache, warte mal, 12 Jahre. Nee, warte mal, wie war nochmal die Frage? Ein Drache, wenn ein Drache ein Ei in 12 Jahren legt, wie viele Jahre brauchen 100 Drachen, um 100 Eier zu legen? 12 Jahre. Beeindruckend, das stimmt. Viel Glück beim Luftkissenboot-Demolier-Wettbewerb. Okay. So. Ja, im Grunde mit L und R können wir hier so ein bisschen nach links und rechts schlittern, wie ich das jetzt gerade mache. Und das ist eigentlich auch sehr nützlich, wenn man so ein bisschen unterwegs ist und sich nicht so leicht treffen lässt. Wir wollen erstmal die Mitte clearen. Das Minispiel war im Original gar nicht mal so schwer. Also wenn man in Bewegung war, hat man schon sehr gute Chancen auf den Gewinn gehabt. Guck mal, da ist noch einer. Oder da sind sogar zwei. Wundervoll. Oh, beide. War ein wirklich wilder Kampf. Nimm diesen Preis hier für den ersten Rundensieg. Ja, das war ja noch gar nichts, ne? MJ und gleich kommt TJ, ne? TJ Detweiler. Du kannst jetzt die Meisterschaftsrunde antreten. Aber der Sport ist wirklich gefährlich. Darf ich dir nahelegen, aufzuhören, während du noch unversehrt bist? Ja. Mann, oh Mann, du bist wahrlich ein tapferes Reptil. Aber für den Meisterschaftssieg brauchst du mehr als nur Mut. Ich mag das Design der Hunde. Die sehen so ägyptisch aus, keine Ahnung. So, das sind ganz nette Hundis. Ich fand vor allem im Original sahen die sehr schön aus. Sehr sympathisch. Okay, 10 Leute sollen hier angeblich sein. Ich sehe fast gar keinen. Deswegen einfach mal auf gut Glück. Ich glaube, die bewegen sich auch erst aus ihren Geheimnissen, aus ihren Verstecken raus, wenn wir ihnen zu nahe kommen, ne? Oder wenn wir sie anschauen. Hi, du bist sehr unglücklich platziert. Okay, warte mal, da waren wir mal ganz kurz. Wir dürfen auch nicht von der Plattform runter, das heißt, auch da wieder ein bisschen vorsichtig sein, aber wir haben ja sowieso hier noch so ein bisschen Futter. Komm, Sparks, du brauchst noch eine Stufe. Erst dann bist du groß und stark und kannst alles machen. Kannst einen auf Rambo machen. So. Da ist noch einer. Edelsteine gibt es hier keine. Also als Kind war das durchaus sehr problematisch, das Level. Wow. Ich werde nicht mal gestunt. Okay, das ist fast schon traurig. So. Ich habe seit langer Zeit kein Airhockey mehr gespielt. So, für die Aussage musste ich erstmal stehen bleiben. Nee. Ja, man hört das ab und zu. Ich drücke ab und zu auf die Tastatur. Nee, nicht auf die Tastatur, auf die Maus. Damit ich hier im Spiel bleibe, ne? Damit ich hier schön die Aufnahme am Laufen habe, damit nichts passiert. Aber das wisst ihr ja schon längst. So, Kumpel, du bist tot und wir kriegen das Ei. Das war wirklich ein Jahrhundertkampf. Du bist der erste Drache seit über 1000 Jahren, der den Sieg davonträgt. Ich darf dir stolz den diesjährigen Preis überreichen. Yay, ja, der TJ. So.
Okay, das waren im Grunde alle in diesem Seitenbereich. Edelsteine gibt es hier keine. Also können wir wieder raus. So, aber es gibt noch eine wundervolle Mission mit Agent 9. Aber vorher müssen wir natürlich noch das Rätsel vom Anfang lösen. Wie ich sehe, hast du die Prüfungen in den Katakomben überlebt. Mal sehen, ob du genauso schlau wie schnell bist. Erinnerst du dich an das Rätsel? Überhaupt nicht. Ich habe keinen Deckel, weder Schloss noch Scharnier. Doch bin ich ein Gefäß und ein Schatz ist in mir. Was bin ich? Ja, wobei doch, also es reimt sich ja immerhin, ne? Aber ich fand halt den Reim im Original deutlich besser. So. Entweder bist du ein Knochen, weil du ein Hund bist, ne? Das macht Sinn. Nee, du bist ein Hund, du bist kein Knochen. Oder du bist ein Ei. Das ist sogar die richtige Antwort. Oder du bist eine Schatztruhe. Oder du bist ein Beuteldachs. Ja, im Original steht hier eigentlich ein Bandicoot, ne? Ein Crash-Bandicoot, so gesehen. Crash steht da zwar nicht unbedingt, aber es steht auf jeden Fall Bandicoot da. Das ist im Grunde eine Anspielung auf die Crash-Serie. Nee, du bist ein Ei. Kanntest du das schon? Ich hätte nicht gedacht, dass du es knackst. Aber gut, abgemacht ist abgemacht. Du kannst das Drachenei haben, das ich vor der Zauberin beschützt habe. Okay. Will. So. Ja. Ich habe 7000 Jahre lang darauf gewartet, dass jemand das Rätsel löst. Jetzt kann ich endlich zum Muschelstrand und ein paar Knochen vergraben. Endlich. Willst du nicht reingehen? Oh, okay. Der steht da einfach vor. Wartet 10 Jahre, vielleicht passiert ja noch was. Na los, es ist Laserzeit. Okay. Ja, das war die beste Agent 9 Nachmache meines Lebens. Einer von den Hunden mit den lustigen Hüten hat mich mit einem Fluch belegt, nur weil ich ihm ein paar Mal in den Hintern geschossen habe. Er sagt, er hat meinen Schwanz in eine Schlange verwandelt. Stimmt das? Ein bisschen seltsam fühlt er sich ja an. Das wird er noch büßen. So, und das ist jetzt im Grunde eine 5-Raum-Aufgabe. Hinter dieser Tür liegen die 5 tödlichen Prüfungen von König Rover. Niemand hat je alle 5 überlebt. Sie sind so gefährlich, dass ich dich erst durch die erste Tür lassen kann, wenn du mein Rätsel löst. Oh. Hier, ich folge dir überall hin. Und je mehr du von mir machst, desto mehr lässt du zurück. Ein Schatten kann man nicht machen, so gesehen. Ich glaube, das war ein Fußstapfen. Eine Riesenechse. Zeit. Man macht auch so gesehen keine Zeit. Im Original hieß das auch nicht, je mehr du von mir machst, sondern je mehr du von mir nimmst. Aber man nimmt sich ja auch keine Fußstapfen. Deswegen ist es hier eigentlich schon eindeutiger, finde ich. Für jemanden mit so fragwürdigem Modegeschmack bist du echt clever. Du darfst weiter zur ersten Prüfung. Ja, es macht hier schon mehr Sinn. So, ja gut, wir haben jetzt hier diese 5 Räume von König Mars Rover. Das ist eine richtig geile Aufmache hier. Wenn ich jetzt nur Chancen hätte, hier durchzukommen. So, sterbt alle, ihr komischen Schlangen. Eine ist noch da. Ne, okay, das waren alle. So, das war der erste Raum, der zweite folgt sogleich. Ich hoffe, wir haben schon welche umgebracht. Wir können auch so ein bisschen die Bande nutzen, um schon so ein bisschen im Vorfeld aufzuräumen. Auf jeden Fall sollten wir uns erstmal so ein bisschen auf die Vasen fokussieren, da diese die ganzen Schlangen beschwören bzw. hervorrufen. So. Zack und zack. Das waren alle. Hier. Die dritte Prüfung. Ja. Ist eigentlich allgemein nicht allzu schwer. Dann gibt es nochmal... Ja, so Mumien. Okay, einmal haben wir uns treffen lassen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich spiele eigentlich ganz ehrlich sehr gerne mit Bande. Das ist immer ganz nett. So, das dürften alle sein. Dann kümmern wir uns um die Crowd. So, das ist jetzt Raum 4, ne? Ich zähle schon nicht mehr mit. Das ist so einfach. So. Oh, und jetzt müssen wir die Dinger auch noch zerstören. Aber ich glaube, Agent 9 kann einfach... Ja, genau, der kann einfach draufschießen. So. Ja. Weil auch aus den Sarkophagen kommen diesmal, wie im eigentlichen Level, die Mumien heraus.
sterbt alle! So. Ja. Wir kriegen sogar Futter. Ich glaube, im Original haben wir hier kein Futter bekommen. Oder? Also ich finde das halt schon ein bisschen einfach, wenn man hier dafür noch Futter kriegt. Okay, Agent 9 kann natürlich immer noch schießen. Immer noch werfen. In seinem Level konnte er halt mit Bomben werfen. Und hier ist es halt alles ein bisschen anders. Das heißt anders, also... Er kann halt die Steine zurückwerfen. Die Steine aus dem Bällebad, ne? Ich muss mal ganz kurz hier... So. So. Nee, ich würde schon ganz gerne die Steine zurückwerfen. Nur die Frage, wie stelle ich das mit euch an? Kann ich das jetzt nehmen? Ah, okay. Ich muss ein bisschen warten, bis sie abgeglüht sind. Voll die Schwierigkeit hier. Ausweichen. So. Hier ist noch einer. Mal ausweichen. Dafür darf man nicht zu blöd sein. Und dann haben wir auch hier das Drachenei. Roxy. Okay. 145, man merkt, es wird was hier im Spiel. Der wievielte Part ist es eigentlich? Oh, warte mal. Ich möchte jetzt eigentlich auch keine Mutmaßungen anstellen, der wievielte Part es ist, so wie in... So wie in Spyro 2. Okay. Ha, höher geht's leider nicht. Das war ja am Sonnenstrand so nett. So, ansonsten, die Rutsche. Ja, hier im Mitternachtsberg gibt es zwei Rutschen. Aber die ist deutlich schmaler. So, wir können es nochmal ausprobieren. Das habe ich absichtlich gemacht. Die Rutsche ist sehr kurz. Sehr, sehr kurz. Und wir wollen natürlich auch so ein bisschen was genießen, Leute, ne? Das ist auch der Grund, warum wir das Spiel spielen. Wir wollen unsere Seele baumeln lassen. So, Spyro ist mehr als einfach nur ein Spiel. Es ist eine Lebenseinstellung. Ja, durchaus. Wie viele Leute... Boah, also... Wie... Alter, das ist echt happig. So. Also um die Kurve zu kommen gerade mal. Ich habe ja extra versucht, weit links zu fahren, damit ich halt einen kürzeren Bogen machen kann. Ich kann auch nicht abbremsen. Okay, Entschuldigung. Mir ist da gerade irgendwie das Wort im Halse stecken geblieben. Nee, aber der nimmt ja auch richtig Fahrt auf und jetzt dreh dich um. Boah. Okay, das ist ein hart verdientes Drachenei. Auch wenn die Strecke kurz ist, ist es schon sehr geil. Okay. Sind das alle? Ja, das sind alle. Das heißt, wir sind, soweit es geht, mit dem Mitternachtsberg fertig. Und damit im Grunde fast im Spiel. Beim nächsten Mal geht's der Zauberin an den Kragen. Wobei das schon eher so aussieht wie eine Halskrause, ne? Was die da anhat. Ja, und dann fehlt noch die Robokäferfabrik von Sparks. Sowie ein kleines, eine kleine Verabredung mit Geldsack. Ja, die müssen wir auch noch haben. Wir haben ja immer noch 6800 Edelsteine. Das reicht nicht aus, um in die Super-Bonus-Runde zu kommen. Naja, außerdem gibt's nicht wie in jeder anderen Oberwelt hier 5 Dracheneier, sondern 6. Genau, normalerweise sind es 5 auf der Oberwelt, diesmal sind es 6 und... Ja, was sagt denn das Drachenei? Oh, Ei zu verkaufen. Irgendjemand wird irgendwas verkaufen und dieser irgendjemand, der dürfte ja wohl klar sein. Das Versteck der Zauberin. Boah, ich bin so gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.